Ja, dann herzlich willkommen zum nächsten Vortragsblock. Ich will auch gerade gar nicht lange was sagen, sondern übergebe das Wort direkt an Marc Janssen, der uns nicht, wie das T-Shirt verrät, jetzt was über GeoX3 erzählt, das kommt später. Er wird uns was über Open Layers erzählen und wie da so die Zukunft aussieht. Bitte. Ja, vielen Dank für die warmen Worte zur Begrüßung. Richtig, Open Layers ist das Thema und das ist sicherlich der längste Talk, den ich hier eingereicht habe. Stand, Neues und Ausblick, also ein bisschen mehr als nur die Zukunft. Oder 15 Punkt-Releases später, was kommt als nächstes? Was ich damit meine, wird hoffentlich im Verlauf des Talks noch klar werden. Ich habe mir eine kleine Gliederung überlegt, wie ich Ihnen das hier näher bringen möchte. Ergibt sich relativ von alleine. Ich möchte einmal kurz mich vorstellen und warum ich hier sein darf. Das mache ich aber nur kurz. Dann schauen wir uns an, was Open Layers bislang kann oder den aktuellen Stand. Dann, was wir vielleicht verpasst haben in den letzten Jahren. Und einen Ausblick auf das, was vielleicht noch kommen wird. Das ist schon dieser Metateil. Mein Name ist Marc Janssen. Ich bin Entwickler seit 2007 in einer Bonner Firma, Terrestris heißt die. Bin aber auch Kernentwickler von GeoX und auch Open Layers. Bei GeoX einem anderen JavaScript-Projekt, über das wir vielleicht, wenn Sie bleiben in diesem Slot, gleich noch einen Vortrag hören, bin ich auch im Projekt Steering Committee. Ich habe auch ein Buch geschrieben zu Open Layers. Das befasst sich aber vornehmlich mit der Version 2, über die wir heute nicht viel hören werden. Und ich spreche auf so Konferenzen und bin noch in der OSGeo aktiv. Die Firma Terrestris beschäftigt mich und entsendet mich nach hier. Das ist eine coole Firma aus Bonn, Deutschland. Wir machen im Grunde alles rundherum mit den ganzen Software-Tools, die Sie hier entweder schon gehört haben oder noch hören werden. Wir entwickeln, wir liefern dann aber auch Support und Gewährleistung für viele von diesen großen Paketen. Sprechen Sie uns einfach an. Wir sind die Tage über der Konferenz immer hier und reden gerne über das, was wir machen, weil wir das sehr gerne tun. Und sehr gut. Zum Stand. Okay, was ist Open Layers? Ich denke, die allermeisten hier werden schon mal von Open Layers gehört haben. Viele von euch werden das oder von Ihnen werden das auch schon benutzt haben, aber auf jeden Fall hat es irgendwer schon mal gesehen. Und auf der Homepage steht drauf, Open Layers ist a high-performance, feature-packed library for all your mapping needs. Und meiner Meinung nach fehlen da eigentlich nur noch diese drei Informationen. Dann hat man Open Layers auf einer Slide zusammengefasst. Es ist Open Source, unter BSD lizenziert. Es ist eine JavaScript-Bibliothek und ein OSGeo-Projekt. Eins der ersten, die dabei waren. Open Layers hat eine unheimlich lange Historie. Die Version 2.0 ist im August 2006 rausgekommen und ungefähr 8 Jahre später haben wir die Version 3.0 rausgebracht. Diese Version 3.0 war allerdings auch schon ungefähr 2 Jahre in Entwicklung. Da haben wir uns hat sehr lange gedauert, bis dass wir die tatsächlich mal 3.0 final genannt haben. Vorher gab es viele Pre-Releases. Und die aktuellste Version, musste ich heute Morgen noch ändern, diese Slide, ist die Version 3.17.1. Die ist im Juli, also quasi gestern, glaube ich, released worden. Open Layers kann unheimlich viele Datenquellen und also Layer, verschiedene Layer-Typen darstellen. Es bietet eine reichhaltige Fülle an Möglichkeiten mit diesen Themen, die Sie übereinander stapeln können in irgendeiner Webkarte, wieder zu interagieren, also reinzoomen, rauszoomen, Rotationsinteraktion, komplett touchfähig, auch, also das heißt, auch wenn Sie mit Ihrem mobilen Endgerät eine Open Layers 3-Karte aufrufen, ist die Interaktion damit ganz, ja, eingängig. Open Layers wird recht aktiv entwickelt und hat eine große Community, sowohl auf der Entwicklerseite als auch von der reinen Nutzerseite. Und es ist wunderbar dokumentiert, so finde ich, und hat unheimlich viele Beispiele. Gestern beim Workshop, habe ich gestern noch einen Workshop gehalten, ist mir selber mal klar geworden, wenn man jedes Beispiel, was auf Open Layers, offizielles Beispiel, sich auch nur eine Minute anschaut, ist man mehr als 2 Stunden beschäftigt, damit Beispiele zu schauen. Das heißt, es gibt unglaublich viele Beispiele eigentlich, die die einzelnen Features von Open Layers wunderbar darstellen. Und es ist universell einsetzbar. Damit kann man dann sowas machen. Das sind einfache Clients, die jetzt verschiedene, ich habe mir irgendwelche 4 Karten rausgesucht, die ich gefunden habe. Das sind relativ einfache Web-Anwendungen, die ein oder wenige Layer übereinander stacheln und irgendein spezifisches Thema beispielsweise haben. Da kann man bunte Karten mitmachen und auch solche eher nicht so bunten Karten, wie man es eben möchte. Es kann aber auch verwendet werden im Rahmen von solcher komplexen GIS-Applikationen im Web. Also das Web, JavaScript ganz vorne und auch die HTML5-Sachen, die da uns allen hoffentlich ein Begriff sind. Damit kann man mittlerweile sehr viele Dinge im Browser-Kontext erledigen, also im Internet oder Intranet, für die man früher eigentlich Desktop-Applikationen herangezogen hätte. Und das sind jetzt hier auch eine Auswahl von eigenen und auch von anderen erzeugte Open Layers-basierte Web-GIS-Applikationen, also etwas komplexere Fragestellungen, nicht der reine Viewer, sondern wo man wirklich vielleicht Analysen macht oder sonstige Dinge tut.
Was man gerne vergisst ist, also das sind jetzt einige Highlights, einfach die Vektorfunktionalität, die OpenLayers mitbringt, die finde ich persönlich auch sehr überragend. Man kann eigentlich sehr viele komplexe Visualisierungen der Vektordaten machen. Das heißt also, man hat die rohen Daten, die man letztlich übers HUD, also irgendwie bekommt, dann in einem Format einliest und dann visualisiert. Man kann solche Heatmaps machen. Man kann ganz nativ auf die Rendering-Engine Einfluss nehmen, also ob Farben, wie die miteinander verschmolzen werden sozusagen. Dabei ist das Ganze hochperformant. Unten links sehen Sie, unten links sehen Sie, was da für interne Optimierungen quasi laufen, damit das Ganze noch performant ist. Also beim letzten Talk darüber habe ich gesagt, quasi was hinter diesem Fraktal, was Sie unten links angedeutet sehen, was das für Vertices eigentlich sind. Das sind etwas über 3 Millionen Vertices, die da dargestellt werden. Und aber weil nicht immer alle da sind und ein sehr kluger Algorithmus das rausfiltert, was eigentlich OpenLayers eigentlich rendern muss, ist das immer noch sehr performant. Wir sind immer noch beim Stand. OpenLayers 3 ist nicht nur für sich genommen eine wunderbare Bibliothek, sondern auch die Basis für einige Schwesternbibliotheken. Ich habe jetzt hier OpenLayers 3 Cesium genannt. Das ist eine Bibliothek, die sich quasi darum kümmert, dass man OpenLayers 3 mit diesen virtuellen Globen quasi verheiraten kann. Schauen Sie sich das ruhig mal an. Ich habe da kein dezidiertes Beispiel jetzt dabei, aber auch das hat eine Webseite, die sehr detailliert Auskunft darüber gibt, was man mit OpenLayers 3 und Cesium mittels dieser Bibliothek erreichen kann. Über eine andere Bibliothek, die OpenLayers 3 verwendet, GeoExt, werden wir gleich noch was hören, wenn Sie denn bleiben, was ich Ihnen auch nur empfehlen kann. Das war der Stand. Sie sehen, ich mache das relativ zügig, weil ich nämlich eigentlich Ihnen viel Neues zeigen wollte oder will, was in den letzten 15-Punkt-Releases passiert ist. Auf diese 15-Punkt-Releases komme ich, weil die letzte Foskis war im März 2015. Das ist ziemlich genau 15 Monate her, give or take. Und OpenLayers released auf einer monatlichen Basis, also auch mit einem zeitlichen Schedule, nicht so sehr anhand von irgendwelchen Features, die wir entweder gesammelt haben oder nicht gesammelt haben, sondern wir releasen eigentlich jeden Monat eine neue Punkt-Version. So ganz haben wir uns nicht dran gehalten. Also am 11.03.2015 war die Version 3.3 aktuell. Effektiv haben wir jetzt die 3.17.1. Also wir haben es nur auf 14-Punkt-Releases geschafft. Entweder habe ich mich bei den Monaten verzählt oder wir haben zwischendurch eins geschludert. Es ist im Grunde egal. Was ich Ihnen damit nur sagen möchte ist, OpenLayers wird rapide weiterentwickelt und es lohnt sich eigentlich immer wieder mal reinzuschauen, was sich denn geändert hat in den neuesten Releases. In diesem Zeitraum, über den wir hier sprechen, gab es beim OpenLayers-Projekt auf dieser Bibliothek mehr als 3000 Commits, über 1000 Dateiänderungen quasi und 22 Beitragende. Das bezieht sich nur auf Leute, die überhaupt Code beigesteuert haben. Oder es ist auch ein Bot dabei, aber der zählt jetzt hier auch als Beitragender. Es gibt noch viel mehr Beitragende, wenn man darüber nachdenkt, wer sich zum Beispiel ein Issue öffnet oder nur einen Kommentar abgibt zu einem Feature oder irgendeinem Pull-Request bei GitHub. Also es ist noch ein bisschen mehr. Ich habe hier die Top 6 mal gemacht. Das sind die Top 6 Beitragenden zum OpenLayers 3-Projekt. Und was Sie daran sehen, also ich sage es Ihnen jetzt, es sind 5 Menschen darunter, ein Bot, das unten links, dieses Greenkeeper.io-Bot, das ist irgendein Bot, der nur automatisiert Dependenzen bei uns aktualisiert, also irgendwelche Bibliotheken, von denen wir abhängen. Es sind aber auch 5 verschiedene Firmen, die hinter diesen 5 Namen stehen. Und all diese orangen Kurven, das ist quasi die Commit-Häufigkeit. Also was haben die an diesem speziellen Tag quasi beigetragen? Und Sie sehen, bei allen gibt es irgendwie Peaks, aber bei allen ist auch über diesen gesamten Zeitraum irgendwie was passiert. Das heißt, es ist gleichzeitig sehr aktiv, hat aber auch eine hohe Kontinuität letztlich, in dem das etwas passiert und auch von verschiedenen Menschen. Damit sind wir schon bei den wichtigen Änderungen und neuen Features. Und ich kann da natürlich jetzt hier nur eine Auswahl präsentieren, also höchst persönliche Auswahl, also was mir wichtig ist oder was ich denke, was Sie vielleicht nicht wissen. Wir fangen ganz langsam an mit der Version 3.4. 2 neue Dinge möchte ich hervorheben, die wir seitdem können. Also wir können seitdem quasi gekachelte Dienste in so einer Endloswelt darstellen. Für Sie ist es vielleicht schon Normalität, dass man das macht, aber das können wir seit der Version 3.4 und wenn Sie nur die letzte Foskis irgendwas von OpenLayers gehört haben, wissen Sie noch nicht, dass das auch mit OpenLayers geht. Eine ganz schöne Sache ist, wir können mittlerweile in dieser Draw Interaction, das ist solch eine Möglichkeit, um mit den Inhalten Ihrer Karte zu interagieren, da kann man also zeichnen, neue Features zeichnen, kann man seit dieser 3.4 auch Kreise zeichnen. Dann kam Schladming im März 2015. Dort war ein Code-Sprint, bei dem die hier dargestellten Menschen dabei sind. Davon sind jetzt 3 im Raum, glaube ich.
Tobias, da unten ist der Tobias, unten rechts, genau, ich bin auch drauf und der Andreas Hotscher war es, glaube ich, hier. Ich glaube, mehr sind davon heute nicht im Raum, wenn doch, einfach korrigieren. Dieser Codesprint, den wir dort gemacht haben, im März 2015 hier in Österreich, also in Schladming, hatte sich vor allem zur Aufgabe gestellt, dass wir OpenLayers ein bisschen benutzerfreundlicher machen. Es hatte vorher den Ruf, auch wenn es vielleicht gar nicht so der Realität entsprach, sehr technisch und sehr schwierig zu verstehen, das Framework ist. Ich sehe das nicht so, ich habe es auch nie so empfunden. Aber auf diesem Codesprint haben wir uns sehr darauf fokussiert, dass wir es benutzerfreundlicher machen. Es gibt seitdem viel, viel bessere Fehlermeldungen, wenn man denn mal etwas falsch macht, die einem eigentlich ganz gut sagen, was man denn falsch gemacht hat. Es gibt wesentlich bessere API-Docs. Eine Test-Coverage haben wir erst in diesem Event eingeführt, dass wir also das, was wir tun, auch wirklich wissen, wie viel davon ist eigentlich getestet und wie gut ist es denn getestet. Und noch reichlich mehr haben wir dort gemacht. Und der erste Punkt ist dabei auch schon begonnen worden. Es sind einige experimentelle Features von OpenLayers 3, also die in der Version 3.3 beispielsweise noch Teil der API waren, sind entfernt worden. Exemplarisch Two-Way-Binding, das sagt dem Entwickler vielleicht unter Ihnen was, das hatten wir am Anfang auch in OpenLayers 3 drin. Das ist wieder raus, weil wir mittlerweile glauben, wir sollten uns besser fokussieren auf das, was OpenLayers nämlich gut kann. Und Two-Way-Binding können wir auch wunderbar, weil wir hervorragende Entwickler haben, die das halt gemacht haben. Aber es ist nicht unsere Kernkompetenz, solche All-Singing, All-Dancing-Funktionalität bereitzustellen. Da gibt es in dem JavaScript-Universum noch wesentlich bessere, dezidiertere Bibliotheken, die Sie verwenden können, wenn Sie das haben möchten. Es wurden auch einige spezielle Vector-Sources entfernt und stattdessen, also früher musste man solche Vector-Layern durchaus, es sah, also jeder Vector-Layer, ob sie einen GeoJSON-Layer oder einen KML-Layer machten, sah halt völlig verschieden aus. Also es waren völlig verschiedene Klassen, die sie brauchten, um das zu machen. Das haben wir geändert und so ein bisschen harmonisiert. Das erinnert jetzt ein bisschen mehr wieder an das, was wir in OpenLayers 2 früher hatten, dass man nämlich einfach eine Vector-Source nimmt und der ein Format mitgibt. Also ob ich einen KML oder einen GeoJSON habe, muss ich über einen dieses Format-Argument weitergeben. Die Translate-Interaktion kam hinzu, also Vektoren anfassen und in Gänze verschieben, also zum Beispiel irgendwelche Gebäudegrundstücke, die können Sie so anfassen und dann verschieben, also Translate. Wir unterstützen den IE9 seit, also in diesem Zeitraum, in der Version 3.4 bis 3.10, den Internet Explorer 9, nur noch, wenn Sie ECMAScript 5 Shims einbauen. Das sind solche kleinen Code-Snippets, die quasi auch den Internet Explorer 9 moderne Funktionalitäten mitbringen. Die liefern wir nicht mit, aber da gibt es auch reichlich Quellen, die zu benutzen. Falls Sie noch Internet Explorer 9 einsetzen oder dazu gezwungen sind, den zu unterstützen, verstehe ich das nie. Ich weiß, dass es diese Anforderungen oft gibt und man kann auch wenig dagegen machen. Aber IE9 funktioniert mit OpenLayers 3, den neuesten Versionen, nur wenn Sie solche Shims einbauen. Das ist total trivial, das zu machen. Es wird auch mit den Beispielen immer gemacht bei OpenLayers. Kriegt man relativ schnell hin. Aber Sie müssen es wissen, denn sonst funktioniert es bei Ihnen nicht in IE9. Es gab natürlich in diesem Zeitraum auch unglaublich viele Bugfixes und Performanceverbesserungen, auch wiederum bessere Dokumentation. Und dann kam die Version 3.11. Die Version 3.11 hebe ich hier ganz besonders hervor, weil sie für mich wie so ein persönlicher Meilenstein ist, so wie das auch bei Microsoft Windows 3.11 war. Das kennen Sie alle noch. Das war ein riesen Meilenstein für Windows letztlich und für das, was im Desktop-Bereich so, also an Ober-Operating-System-Bereich irgendwie möglich und denkbar war. Vielleicht auch nur für mich persönlich. Aber so ähnlich sehe ich auch die Version 3.11 von OpenLayers. Und warum? Weil wir nämlich seit dieser Version 3.11 clientseitig auch Raster reproduzieren. Das heißt, Sie können in OpenLayers 3 Applikationen, also Karten, die Sie dort mitmachen, können Sie, wie jetzt hier im Beispiel, im Hintergrund MapQuest einladen in einer Projektion 3857. Darüber legen Sie irgendeinen Overlay in irgendeinem britischen Nationalgrid und stellen das Ganze aber da als EPSG 4326. Das heißt, Sie fordern Rasterdaten an in irgendeiner Projektion, irgendwo auf der Welt. Nehmen die in den Client und im Client gibt es einen Algorithmus, der die so stretcht, die einzelnen Pixeln, dass sie korrekt drauf liegen. Das hat natürlich seine Nachteile, wie das immer ist, wenn man Raster reproduziert. Also wenn da Labels drauf sind, wie Sie das auch hier sehen können, Stockholm und Kopenhagen dort oben, das ist ein bisschen gestaucht, aber es ist nichtsdestotrotz cool und es hat auch seine Berechtigung. Also es ist erstaunlich, wie oft man das quasi macht. Also die Karten werden reproduziert und man merkt es erstmal gar nicht, dass es überhaupt passiert, weil es einfach so gut funktioniert. Da ist jetzt hier ein weiteres Foto, das ist aus 2009, Sydney auf der Force4G. Dort sehen Sie mich wieder in der Mitte, der so ein bisschen,
happy in die Kamera schaut, weil der Peter Pridal, das ist der Mann mit dem Poloshirt daneben, der hat mir quasi 2009 gezeigt, was er da mit Open Layers macht. Und der macht genau das gleiche, Rasterreprojektion. 2009 war diese technologische Gegebenheit schon da, um das zu machen. Aber es hat uns von 2009 bis letztlich, also 6 Jahre gekostet, um das in einer Art und Weise einzubauen in die Bibliothek, dass es halt, dass wir echt stolz drauf sind und sagen können, hier benutzt das, es funktioniert wunderbar und auch richtig performant. Also wie gesagt, das sind solche Ideen, die werden geboren irgendwann, vielleicht beim Bier, vielleicht auch nicht, weil 2009 konnte sich kein Mensch vorstellen, dass das überhaupt funktionieren soll. Ne? Also das war tatsächlich noch ein anderes Zeitalter im Internet. Ganz kurz. Wir könnten das jetzt hier live machen. Ich mache es auch einmal. Austria kann ich hier eintippen und Enter drücken. Und Sie sehen jetzt hinter im Hintergrund die Kacheln von OpenStreetMap, die in WebMap-Karte vorliegen, diese Projektionen, die Sie vielleicht in dem Einführungsvortrag von dir gehört haben. Die werden jetzt hier in dieser EPSG 3416, die ich nicht kenne, diese Projektionen werden die dargestellt und alles ist wunderbar. Da gibt es noch eine weitere Sache, die in 3.11 gekommen ist, nämlich die Unterstützung von Mapbox-Vector-Tiles, quasi Vektoren, die gekachelt angefordert werden und dann im Client über die Möglichkeiten, die ich am Anfang auf der Folie hatte, ausgestaltet werden können. Auch damit können Sie wunderbar performante und kristallklare, also egal wie Sie reinzoomen und wenn Sie die drehen, die Karten, die werden immer ja gerade Kanten quasi haben. Denn die sind keine Rasterdaten, die Sie dort sehen, sondern Vektordaten, die gestylt wurden. Was haben wir nach Version 3.11 gemacht? Wir können seitdem auch Labels in verschiedenen, also Multilinien-Labels quasi darstellen, also wenn sie mit Backslash N getrennt sind. Eine Sache, die wir bis dato nicht konnten. Es gibt neue Quellen, OL Source Carto.db, also Sie können Carto.db-Sourcen direkt einbinden, genauso wie auch Image ArcGIS REST, also auch ein Produkt, was ich noch nie persönlich benutzt habe, aber offensichtlich gibt es dort von Esri dieses ArcGIS, welches eine REST-Schnittstelle bereitstellt, um dort Bilder abzurufen. Auch die können Sie nahtlos einbinden und mit all den anderen Datentypen, die den Open Layers schon längst kann, halt kombinieren. Was wir nicht mehr haben, ist, deshalb ist es durchgestrichen, ist die OL Source MapQuest, also die Quelle, die ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, in dem auf der einen Slide, die gibt es mittlerweile nicht mehr in Open Layers. Das hängt damit zusammen, dass diese Firma MapQuest im Grunde keine spezielle API mehr unterstützt und auch keinen Entwickler-Developer-Key geben wollte. Wenn Sie OL Source MapQuest verwendet haben früher, müssen Sie sich jetzt einen Ersatz suchen. Wir haben die Klasse ersatzlos gestrichen. Sie können aber das gleiche Ergebnis erreichen mit einer von den vorgenannten anderen Sourcen, also den gleichen, nicht den gleichen Effekt, aber sowas verwendet man üblicherweise als Hintergrunddaten. Da gibt es wunderbare andere Quellen, Bing Maps beispielsweise. Und ganz neu hinzukommen ist auch die OL Source Raster. Und das ist eine coole Sache. Da kann man nämlich quasi Rasterdaten nehmen, also Kacheln von OpenStreetMap oder jetzt hier das sind von Starman, einem anderen Kachelhersteller quasi, und kann die im Browser quasi nochmal als Quelle, Sie sehen, ich hoffe, das kommt über den Beamer raus, ich ändere jetzt gerade hier die Farbdichte oder Lightness, also Sie können quasi Quellen von Rasterdaten nehmen und in so eine Pipeline reinschieben und an jedem dieser Schritte können Sie die einzelnen Pixel nehmen und manipulieren sozusagen. Das ist eine schöne Sache und das führt dazu, dass man quasi schon solche Analysen mit Open Layers, purem Open Layers machen kann. Dort sehen Sie quasi auch Bing-Karten, glaube ich, im Hintergrund, also quasi sind das Luftbilder. Und dort grün aufgelegt ist der Vegetation Index, Vegetation Greenness Index. Also quasi kann man letztlich ist es irgendwie ein Ausdruck dafür, wie viel ist denn quasi dort mit Grünbewuchs versehen. Und wenn Sie jetzt hier mit der Maus über dieses Histogramm gehen, sehen Sie, wie ich das quasi zur Laufzeit dynamisch so verschiedene Grenzwerte quasi einstelle. Und das sind alles Rasteroperationen, klassische GIS-Analysen, die Sie im Browser gerade durchführen. Okay, was Sie hier noch sehen ist, mittlerweile ist es deutlich einfacher, wenn Sie Ore-Parameter ändern, also beim WMS-Time beispielsweise, sind da sehr weiche Übergänge. Links sehen Sie das, wie das früher war, rechts sehen Sie, wie das neu ist. Es ist nicht 100% in Sync, aber es funktioniert. Links, wenn der Parameter sich ändert, das ist dann kurz immer so ein Aufblinken von dem Hintergrund und mittlerweile sind da sehr weiche Übergänge. Was gerne vergessen wird, dass wir auch wesentlich bessere Beispiele mittlerweile haben. Also bei 3.3 sah so ein Beispiel, dass das Simple Beispiel sah halt so aus. In 3.16, also nicht mal die neueste Version, ist jetzt unten schon Code immer dabei. Verlinkt ist die API-Dokumentation zu den einzelnen Klassen, die verwendet werden und auch so ein Link zu einem Online-Beispiel. Ganz kurz, eine Minute noch Ausblick ungefähr. Richtig? Eine Minute ungefähr. Wir wollen in Zukunft die Abhängigkeit von der Google Closure Bibliothek entfernen. Also OpenLayers hat einige DOM-Operationen beispielsweise bislang gemacht, indem sie sich
auf diese Google Closure Bibliothek gestützt haben, damit das halt in allen Browsern funktioniert. Mittlerweile sind die Browser aber auch in der Lage, eigentlich standardkonform genau diese Dinge zu machen, und wir wollen diese Abhängigkeit entfernen, weil wir letztlich dahin gehen wollen, um ECMAScript 2015 Module zu verwenden und bereitzustellen. Da, wenn Ihnen das nichts sagt, ist es nicht schlimm. Es ist einfach eine neue Art und Weise, oder so neu ist es gar nicht, um halt den eigenen Code modularer und wiederverwendbar zu gestalten. Das ist eine zukünftige Sache, die wir machen wollen. Und wir wollen endlich, auch das ist etwas, was uns schon lange bereitsteht, wir haben einen WebGL-Renderer, also sprich einen sehr performanten WebGL-Renderer eingebaut, aber leider kann der bei Vektoren bislang nur Punkte und keine Linien und Flächen, aber wir arbeiten bereits dran. Außerdem in der Mache ein Custom-Build-Tool, da sind wir ganz heiß dran, damit Sie die Version von OpenLayers bekommen, die wirklich nur noch das enthält, was Sie braucht. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben noch ein paar Fragen oder Anmerkungen. Ja, die Zeit war vielleicht ein bisschen knapp für die ganzen Neuerungen und Features, die sich seit der letzten Foskis getan haben. Fragen? Gibt es neben dem Plan, ECMAScript 2015 Module zu verwenden, auch andere Pläne, Klassen oder andere Sprachfeatures von ECMAScript 2015 oder TypeScript zum Beispiel zu verwenden? Also die Frage war, ich soll sie ja wiederholen vermutlich, ob es neben der Verwendung oder Pläne gibt, neben der Verwendung von ECMAScript 2015 Modulen auch noch andere Features unterstützt werden sollen, wie beispielsweise TypeScript, also das hat nichts mit ECMAScript 2015 zu tun, oder aber halt irgendwelche andere Features. Die Antwort ist zweierlei. Erstens, wir wollen alle Features nutzen, die uns in irgendeinem Sinne Sinn machen und die uns helfen, OpenLayers nach wie vor zum schnellsten und performantesten Bibliothek werden zu lassen. Und wenn beispielsweise sowas wie Maps, also neue Datentypen auf JavaScript-Ebene einfach zur Verfügung stehen, dann vom Browser implementiert werden, die machen das in nativen Code, das heißt, meistens kriegt man es nicht schneller hin. Also solche Features, so Sprachfeatures, müssen wir immer im Einzelfall prüfen, aber in der Regel werden wir da durchaus drauf setzen. Bei TypeScript, das ist quasi eine Sprache, die kompiliert nach JavaScript, also die quasi auch, also quasi ist es ein Superset, glaube ich, von JavaScript, und man hätte dann noch einen weiteren Schritt, den man machen müsste, um diesen Code zu transpilieren in JavaScript. Da weiß ich von keinen Plänen. Ich persönlich glaube es nicht, dass wir das machen. Weißt du da was, Tobias? Also er denkt es auch eher nicht. Aber richtig sicher bin ich mir nicht, aber... Weitere Fragen? Ja, und die nächste Frage. Sie haben gesagt, der WebGL-Renderer soll Linien und Flächen lernen. Wie sieht es mit Labeling aus? Eine hervorragende Frage. Ich glaube, wir können noch nicht labeln. Eine hervorragende Frage, die ich gerne wiederhole. Die Frage war, ob, ich habe erwähnt, dass der WebGL-Renderer zukünftig auch vielleicht Linien und Flächen kann, hoffentlich. Und dann war die spezielle Nachfrage, ob er denn dann auch labeln kann. Das wird er dann können. Das kann er derzeit meines Wissens nach noch nicht, richtig? Ja, er kann nicht labeln. Das wird er dann können, weil letztlich wollen wir den auf der gleichen Feature-Funktionalität haben wie den Canvas-Renderer auch. Aber es ist erstaunlich schwierig, aber es gibt, ich habe dort verlinkt, einen Pull-Request. Also das ist dieses Raute 5462, das ist der Pull-Request, an dem gerade aktiv von Gabor Farkas, heißt der Mensch, entwickelt wird. Der hat schon erstaunlich viel geschafft und auch richtig Drive da reingebracht, das nochmal zu machen. Und baut auch letztlich auf Code aus, auf den wir in Schladming das erste Mal gesehen haben, also auch letztes Jahr. Also ja, er wird labeln können dann. Die dritte Frage, ja. Sie haben gesagt, die Closure Library wird rausgeschmissen. Gilt das auch für den Closure Compiler? Kommen da auch modernere Tools rein? Also die Frage war, ich habe ja erwähnt, dass Closure Library rausgeschmissen wird, also ersetzt wird durch eigenen Code hier und da. Und die konkrete Frage war jetzt, ob dann auch der Closure Compiler mit entfernt wird. Mittelfristig vielleicht, also ich glaube, wenn wir einmal keine Closure-Bibliothek mehr drin haben, und das ist eine Bombenbibliothek, aber wir brauchen sie derzeit nicht, oder wir haben den Eindruck, dass wir sie derzeit nicht mehr brauchen, dann kann man auch andere Kompilierer, auch modernere einfach verwenden, also entweder in seinen Grunt-Workflow oder wie auch immer man JavaScript halt eben zum Endverbraucher bringt, kann man sie einbinden.
Aber ich glaube nicht, dass man ihn hundertprozentig ersetzen wird oder dass es das Bestreben gibt, ihn zu ersetzen. Wir wollen aber, wenn wir diese ECMAScript 2015-Module haben, wird es wesentlich einfacher, in so klassische JavaScript-Developer-Workflows sich reinzuhängen. Und was man dann letztlich verwendet, obliegt einem selber. Aber es gibt keine bewussten Pläne, den Compiler zu entfernen, weil er eigentlich auch sehr gut ist. Also der macht tolle Sachen. Gut, ich behaupte mal, dass das eine tolle Frage war, auch zur Überleitung zum nächsten Vortrag, weil da hören wir nämlich genau was. Richtig. Als wäre es abgesprochen, da hören wir was zum Clojure Compiler. Dann danke ich jetzt Marc Janssen. Und